Heute beim Think Big Video Chat das Thema Zertifikate auf Webseiten. Und da freue ich mich, dass wir einen ganz besonderen Gast da haben, nämlich Jan Wolf, der seit 10 Jahren große Unternehmen berät in Themen Internet, Security und so weiter. Hallo Jan! Hallo Uli! Und zwar komme ich gleich zur ersten Frage, nämlich warum sind Zertifikate auf Webseiten für Think Big Projekte eigentlich wichtig? Okay. Ja, Zertifikate sind wichtig für Webseiten, weil man an Zertifikaten erkennen kann, auf welcher Webseite man gerade surft. Und außerdem führen Zertifikate dazu, dass Daten während der Übertragung verschlüsselt werden und dass dadurch auch Massenüberwachung schwieriger wird. Okay, und woran erkenne ich das praktisch, dass ich gerade auf einer Webseite bin, wo so ein Zertifikat ist? Okay, dafür zeige ich mal was. Der Magic Screen Share. Der Magic Screen Share kommt. So, jetzt könnt ihr schon eine Webseite sehen, die noch kein Zertifikat hat. Man erkennt es daran, dass hier oben im Firefox bei dem kleinen i, das ist nicht grün, sondern das ist so grau. Und wenn man da draufklickt, dann zeigt er an, Verbindung ist nicht sicher. Das bedeutet, dass da kein Zertifikat installiert ist und das bedeutet auch, dass ihr nicht genau wisst, ob das wirklich 1000medien.de ist oder ob nicht irgendein Hacker oder irgendein Geheimdienst sich dazwischen gehängt hat und euch nur eine Seite zeigt, die so aussieht wie 1000.de. Da gibt es noch eine zweite Art von Webseiten. Die hat ein Zertifikat, aber das Zertifikat ist nicht sicher. Dem wird vom Browser nicht vertraut. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf das i klickt, in dem Fall ist das eine Seite, die ich für Demo-Zwecke habe, da wird auch dargestellt, Verbindung ist nicht sicher, aber ihr seht hier dahinter auch HTTPS trotzdem. Und dann gibt es natürlich Seiten, zum Beispiel wie die Webseite von der Digitalwerkstatt, da ist hier vorne so ein grünes Schloss und wenn man da drauf klickt, dann zeigt in dem Fall der Firefox an, das ist eine sichere Verbindung. Man kann sich da auch noch weitere Informationen anzeigen lassen. Hier sind zum zusammengefasst ein paar Sicherheitsinformationen und man kann sich auch das Zertifikat anzeigen lassen. Wenn sich das also hier genauer anschauen will, sieht man hier das Zertifikat, was so eine Art digitaler Ausweis ist der Webseite. Da steht also, für welche Seite das ausgestellt wurde und von wem es kommt, wie lange das gültig ist und so weiter. Zertifikate werden auch immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit und deshalb kriegt ihr zum Beispiel im Google Suchindex eine bessere Bewertung, wenn ihr ein Zertifikat habt, als wenn eure Seite kein Zertifikat habt. Okay, das heißt mit anderen Worten, wenn ich will, dass mein Projekt gut gefunden wird, dann ist es gut, ein Zertifikat zu haben und es ist auch gut, wenn ich vielleicht was dagegen habe, dass alle möglichen Geheimdienste mitbekommen, was auf der Welt so passiert, wenn möglichst viele Leute und auch mein Projekt so ein Zertifikat haben, dann tun sich das schwerer. Genau. Und wo kriege ich jetzt so ein Zertifikat her? Weil ich will es jetzt haben. Ich habe nämlich keins. Ihr habt ja vorhin meine Webseite gesehen. Genau. Und Zertifikate kriegt man typischerweise von sogenannten Zertifizierungsstellen. Dabei gibt es kommerzielle Angebote, die relativ teuer sind. Also die meisten Webseiten werden das nicht für den privaten Gebrauch Geld ausgeben, pro Jahr ein Zertifikat zu bekommen. Und in letzter Zeit ist aber ein Projekt immer populärer geworden, das heißt Let's Encrypt. Da kriegt man also auch Zertifikate, ohne dass man Geld bezahlen muss. Und das Projekt hat das Ziel, eben universelle Verschlüsselung im Internet zu fördern, sodass möglichst viele Seiten ein Zertifikat bekommen können. Wenn ich also jetzt ein Zertifikat brauche und ich habe zum Beispiel einen WordPress-Blog oder irgendeinen anderen Hosting-Anbieter, der für meine eigene Webseite, dann kann es gut sein, dass dieser schon diesen Service von Let's Encrypt automatisiert hat. Das heißt, da gibt es dann vielleicht irgendwo einen Button in dem Webinterface und die können einfach auswählen, ja, ich möchte so ein Zertifikat haben. Ich möchte bei mir TLS aktivieren und HTTPS und dann könnt ihr euch das einfach aussuchen und ihr habt eine gute Chance, dass das schon einfach automatisch funktioniert. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, was TLS oder HTTPS oder sowas ist, kriege ich das irgendwie auch hin? Wenn man einen Anbieter hat, der das automatisiert hat, dann geht das einfach so. Also dann gibt es da wahrscheinlich einfach einen Menüeintrag, der heißt, weiß ich nicht, Sicherheit oder Verschlüsselung und dann kann ich einfach auf den Button klicken. Also das würde auch so gehen. Wenn ich mich technisch mehr informiere mit dem Thema, kann man natürlich auch vieles selbst machen, aber es ist auch schwer, das richtig hinzukriegen und es ist leicht, sich in den Fuß zu schießen und letztendlich Fehler zu machen, die nicht offensichtlich sind. Deshalb wäre meine Empfehlung, wenn ihr
nicht unbedingt das Ziel habt, darüber was zu laden, dann macht es lieber nicht selber, sondern nehmt einen Anbieter, der das automatisiert hat für euch. Das heißt mit anderen Worten, viele sind ja bei sowas wie 1 und 1 oder was auch immer und dort einfach praktisch einloggen, nach Sicherheit gucken, schauen und dann kann man das wahrscheinlich einfach aktivieren und sonst ändert sich eigentlich gar nichts. Genau, also meistens müsst ihr noch vielleicht die euren Domainnamen eintippen, aber das war's auch schon. Okay, das sollte man nämlich hinkriegen, den eigenen Domainnamen, den eigenen Webseitennamen sollte man irgendwie haben. Okay, gut. Was willst du denn noch? Hast du da noch irgendwelche Tipps so zum Thema WordPress oder Security oder so? Ja, also gerade bei WordPress findet man jede Menge Tipps im Internet. Ich habe einfach mal eine Seite rausgesucht, die goldene Regeln dazu zusammengefasst hat, wie betreibe ich denn mein WordPress sicher? Wir tun das in die Notizen für diesen Videochat. Ich kann es mal kurz zeigen. Die 5 Regeln. Und ich share dafür nochmal schnell. Genau, das sind 5 goldene Regeln, die hier die Seite, die Netzialisten zusammengefasst haben. Wichtig, Backups machen, wenn eure Daten, das kann immer mal passieren, dass ihr auf irgendwas nicht mehr zugreifen könnt. Es wäre schade, wenn die Daten weg sind. Deshalb Backups machen und nicht auf dem eigenen Server aufbewahren, sondern am besten irgendwie zu Hause oder bei einem anderen Dienstleister. Nicht unbedingt ein Administrationskonto haben, was Admin heißt. Das ist relativ leicht, da die Passwörter durchzuprobieren, wenn man schon den Kontonamen hat. Keine anderen Accounts anlegen, die auch Admin-Rechte haben. Sichere Passwörter verwenden, lange Passwörter, also 12 Stellen ist ausreichend sicher. Nicht unbedingt Wörter benutzen, die offensichtlich sind, keine Namen, keine Jahreszahlen. Genau, Passwortkomplexität, Groß-Kleinbuchstaben verwenden, vielleicht ein paar Sonderzeichen mit rein, wenn es der Server unterstützt. Und auf jeden Fall Updates machen. Software hat immer wieder Sicherheitsprobleme. Das gilt auch für WordPress und speziell auch für die Plugins. Das heißt, wenn es Updates gibt, die einspielen, dann seid ihr schon gut mit dabei. Ich gehe nochmal kurz auf diesen Admin-Account ein. Also Admin-Account heißt praktisch, dass wenn ich selber eine Webseite mache, dann habe ich die Möglichkeit festzulegen, wer wie viele Rechte hat. Und der Administrator ist normalerweise der, der praktisch alles darf. Und der, der alles darf, der kann natürlich auch Artikel schreiben, aber das macht gar nicht Sinn. Der sollte eigentlich sich nur einloggen mit diesem Admin-Account, wenn er es wirklich braucht, wenn er irgendwas an der Webseite ändert. Und ansonsten sollte er einfach als Redakteur praktisch sich einloggen. So mache ich das zumindest auf meiner Webseite. Weil wenn ich dann vielleicht mich irgendwo nicht auslogge oder sowas, dann ist es nicht so schlimm, weil kann mir jemand nicht so in den Fuß schießen, sondern nur so ein bisschen. Genau. Und wenn man den nicht so oft braucht, kann man da ja auch ein unbequemeres Passwort verwenden für den zum Beispiel. Unbequeme Passwörter. Wie machst du das? Also wir haben ja viele Leute haben ja Probleme, dass sie sich Passwörter nicht merken können. Dann machen sie immer genau das Gleiche und so. Ja, also immer das Gleiche ist nicht so gut, weil Webseiten auch gerne mal Passwörter verlieren. Also ich kann natürlich auch selbst das Passwort verlieren. Ich soll es nicht aufschreiben. Wenn man Passwörter eingibt, gibt es aber auch immer wieder die Situation, dass Leute einem auf die Finger oder auf den Bildschirm schauen können. Es gibt da eine interessante Webseite. Ich zeige die mal. Weil die interessante Frage ist ja, hat das was mit mir zu tun, wenn Passwörter geklaut werden? Und es gibt eine Webseite, die heißt haveibeenpwned.com. Da geht es letztendlich darum, wurde mein Account eigentlich schon mal von irgendjemandem irgendwo geklaut? Und man kann hier zum Beispiel seine E-Mail-Adresse eintippen. Ich nehme jetzt mal eine, die man relativ häufig verwendet, wenn man keine richtige Adresse angeben will. Und asdf.com. Wenn man jetzt wissen will, wurde denn die schon mal verloren von einer Webseite, dann kann man jetzt auf dieser Internetseite sehen, wer diese E-Mail-Adresse und die zugehörigen Passwörter schon mal verloren hat. Und in dem Fall sind das halt 29 verschiedene Webseiten, die diesen Account schon mal verloren haben. Da ist alles mögliche dabei, von Dropbox über Heroes of New Earth und anderen Seiten. Wenn euch also interessiert, ob euer Passwort schon mal verloren worden ist,
geht doch mal auf die Webseite, gebt eure E-Mail-Adresse ein und dann seht ihr, ob ihr vielleicht euer Passwort ändern solltet. Und das heißt natürlich jetzt auch, wenn mein Passwort irgendwo mal verloren wurde in Verbindung mit meiner E-Mail-Adresse, bei Dropbox, auch unabhängig davon, ob das bei Dropbox war, ist natürlich das Problem, dass wenn ich das gleiche Passwort woanders nochmal verwende, dann kann ich mich ja auch bei Google irgendwie einfach mit dem gleichen Passwort einloggen und das macht es dann irgendwie kompliziert. Wie mache ich das, dass ich irgendwie coole, komplizierte Passwörter habe und sie mir nicht merken muss? Hast du da irgendwie einen Tipp? Also am besten ist ein Passwortmanager verwenden. Die gibt es auch als Apps. Das sind praktisch kleine Apps, die praktisch Passwörter verwalten, mit denen man auch sichere Passwörter erstellen kann. Wichtig ist natürlich, dass die irgendwie praktisch sind und funktionieren, weil nichts ist nerviger, als irgendwo zu sein, wo man sich irgendwo anmelden will, aber man hat den Passwortmanager nicht mit dabei. Letztendlich gibt es auch so ein paar Möglichkeiten über Eselsbrücken. Der Passwortmanager braucht normalerweise auch ein Passwort, um den freizuschalten. Eine Eselsbrücke, um sich Passwörter zu merken, ist es, einen Satz zu verwenden und dann zum Beispiel die Anfangsbuchstaben jeden Wortes zu nehmen und Satzzeichen wie Kommas. Dann kommt man da auch relativ schnell auf ein relativ sicheres Passwort, was aber trotzdem noch gut zu merken ist. Das heißt, also, da könnt ihr, ich heiße Ulrich Tausend und kann mir Passwörter nicht merken. Ich IHUTUKNP Ausrufezeichen und das genau. Noch mit Groß-Kleinschreibung und wenn ich mir das merken kann, dann habe ich schon ein geiles Passwort eigentlich. Genau, das wäre ein Passwort, was viel schwieriger zu knacken ist als nur Ulrich 52 und oder geheim. Man kann sich trotzdem, genau, oder change me oder was auch immer. Genau, letztendlich ist das ein guter Weg, um sich ein Passwort zu generieren, was man sich auch merken kann. Allerdings wird es irgendwann schwierig, sich zu merken, für welche Webseite man welches Passwort genutzt hat und dafür ist ein Passwortmanager eigentlich die richtige Wahl. Also ich nutze seit ein paar Jahren LastPass, bin da sehr zufrieden mit. Es gibt ganz viele andere. Es gibt Leute, die finden LastPass irgendwie blöd. Sucht euch was, es gibt eine Menge. Es ist viel besser, sowas zu nutzen, als einfach nicht. Was mache ich? Also ich fand das jetzt irgendwie spannend und ich will irgendwie noch mehr wissen zum Thema. Ich will mehr einsteigen. Was empfiehlt der Experte? Okay, ja, also was man natürlich, wenn man sich mit dem Thema, warum brauche ich überhaupt Zertifikate und was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun und dem Internet als Ganzem beschäftigen will, dann habe ich noch einen Tipp. Zwar gibt es von der ITF ein RFC zum Thema Massenüberwachung. Also Pervasive Monitoring is an Attack. Was ist die ITF und was ist ein AFS? Die ITF ist die Internet Engineering Task Force und das ist eine Organisation, die für die Weiterentwicklung der Protokolle, die im Internet verwendet werden, zuständig ist. Und dort gab es eben diesen Request for Comment. Das ist ein Dokument, was sozusagen sowas schon ist wie ein Vorstandard oder ein Informationsdokument, der jetzt in dem Fall die strategische Ausrichtung der ITF in Richtung Massenüberwachung darstellt. Das ist also aus dieser gesellschaftlichen Richtung interessant. Das ist auf Englisch. Wenn euch das Thema interessiert, wäre das was man lesen kann. Und genau, das hatten wir. Ich glaube, wir hatten noch eine Sache. Lass mich kurz in die Notizen schauen. Während du gerade die Notizen schaust, also ich versuche mal so einen Vergleich zu machen. Wenn man irgendwie aufs Klo geht, dann sollte man sich danach die Hände waschen. Weil das ist uns ein bisschen ätzend, wenn man das nicht macht. Und vielleicht steckt man irgendwie andere Leute irgendwie damit an, mit irgendwelchen komischen Geschichten. Wenn man seine Webseite nicht absichert, dann ist das irgendwie blöd fürs Internet. Und deswegen sollte man sich darum kümmern. Ich weiß nicht, ob der Fall ist. Okay. Der Vergleich ist super. Also immer schon Hände waschen und Webseite sicher machen. Also, genau. Also, was es noch gibt an. Es gibt noch mehr Sicherheitsthemen rund um Webseiten. Jede unsichere Seite ist natürlich oder ist auch eine Gefahr für andere Webseiten, dadurch, dass sie von Hackern übernommen werden kann. Das kann gehen einfach von Dingen wie, die Daten werden geklaut auf der Webseite, was meistens bei öffentlichen Webseiten jetzt nicht so kritisch ist. Aber das kann sein, dass da einfach nur Werbung gepostet wird.
oder dass von da auch andere Computer angegriffen werden. Wenn ihr technisch unterwegs seid und euch das Thema mehr interessiert, dann ist das OWASP-Projekt eine gute Adresse. Das ist sehr technische Information. Das ist also eher was für Leute, die ihre eigene Webseite machen, die Webprogrammierung machen, sich dann in die Richtung interessieren. Ich tue mal den Link mit in die Shownotes, Videoblognotes. Da gibt es jede Menge Informationen rund um Websicherheit. Was mache ich sicher, wenn ich meine eigene Seite programmiere? Wie kann ich sowas testen, ob das sicher ist und so weiter. Okay. Genau, aber das ist eher ein fortgeschrittenes Thema. Jan, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du dabei warst. Coole Geschichte und ja. Danke, Uli. Ciao. Weitere Infos zu Think Big und zum Thema Zertifikate auf Webseiten gibt es unten in den Kommentaren. Das war's. Das war der 35. und letzte Videochat der Digitalwerkstatt. Ich möchte mich im Namen der Digitalwerkstatt bei euch allen bedanken, bei euch allen, die zugeschaut haben, bei euch allen, die mitgemacht haben und zusammen mit meinen Kollegen, mit Matthias, mit der Birgit, mit Daniel und allen anderen, mit den Leuten, die nicht hinter der Kamera, sondern praktisch hinten bei Think Big uns unterstützt haben, Stefan und auch viele andere weitere Leute. Es ist ein großartiges Programm, das auch weiterhin großartig sein wird. Wenn ihr die Welt zum besseren Ort machen wollt, dann seid ihr mit der Unterstützung von Think Big vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen schneller und kriegt die Sache ein bisschen größer hin, wenn ihr es groß denkt. Also, bleibt dabei. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal wieder. Ciao.